So, da bin ich wieder. Ihr Freunde des unglaublich offenbar hochwertigen Geschmacks, denn ihr guckt ja dieses Video. Ja. Es geht weiter bei fucking Skyrim. Was ist das denn? Ist ja eklig. Pfui. Der ist eindeutig kaputt, würde ich sagen. Tempel von Krampf. Und diese beschissenen Namen kann auch kein scheiß Mensch aussprechen. Also ich zumindest. Ich bin da zu blöd für. Oh, dunkel, grausam. Stirb. Komischer Käfer. Ach, von mir aus. Vor allem jetzt. Ich habe immer noch nicht gesehen, dass die jetzt wirklich flüchten, wenn die wenig HP haben. Funktioniert der Skill etwa nicht? Das wäre sehr schlecht. Das ist ja schon der nächste. Jetzt wird aber hier. Ja, komm, mach dich. Stirb, Spacko. Bam. Out, Bitch. Ah, jetzt wird sie ja echt ein bisschen fies. Könnte man sagen. Salz der Leere. Hochinteressant. Was ist dies? Feuer. Das ist ja. Eibeutel. Bedienen wir uns einfach mal. Und warum? Weil wir es können. Und womit? Mit Recht. Fein ist es so. Was ist das denn jetzt hier? Spinne. Ist mir gerade ein bisschen zu groß, aber muss sterben, eindeutig. Bam, Bitch. Und weggebasht. Erstmal ganz entspannt looten, der Schätzchen. Der ist schon tot, okay. Da oben sehe ich auch schon den nächsten lauern. Hier erstmal ein Willkommensgeschenk, wie sich gehört. Schön auf Entfernung spielen, dann kommen die jetzt gar nicht zu mir hin. Bam, Bitch, und. Naja, gehen wir mal weiter. Ist hier mal wieder so eine Eierfarm oder sowas? Offensichtlich nicht. Die haben schon seltsame Behausungen hier, die Jungs. Gold. Ja, von mir aus. Nein.
Ja, noch so eine komische Truhe, die so ein bisschen aussieht, als wäre die schon ein bisschen zu alt. Quasi abgelaufen. Stirb, Spacko. Der Wurm auch, bitte. Von den Viechern sind, glaube ich, die Eier. Looten. Was ist der komische Wurm? Ich muss mal eben hier das Rollo runtermalen, das ist hier. So, dann sehe ich hier gleich nicht mehr viel. Eine Rüstung. Den nehme ich mal mit, der ist wertvoll. Auch wenn ich jetzt mit Veränderungszauber nichts anfangen kann, den kann ich danach einfach ticken, den Helm. Komm her. Genau. Hey, der ist fies, der Junge. Aber ist jetzt nicht so das große Problem. Wir können uns ja das Gelände zunutze machen. Die Mobs damit hart verwirren. Der checkt jetzt nämlich gar nichts mehr. Seit wir hier hochgesprungen sind, wobei der wahrscheinlich auch hier hochkommen würde irgendwie, aber er hat irgendwie keinen Bock. Ah, dann looten wir schon mal hier die komische Truhe. Oh, nehmen wir mal mit, wiegt nicht viel und viel wert. Genauso wie das. Und Veränderungszaubermagier, ja, nehmen wir auch mit. Wertvoll, können wir verticken. Ah, jetzt checkt das sogar wieder. So halb. Ist eher ein bisschen beschränkt, der Junge. Naja. Also, KI eher im Keller, aber es ist mir relativ egal. Das wäre der Typ so ziemlich unbesiegbar für mich, glaube ich. Hätte ich hier nicht sogar irgendwo Heiltränke? Ah, das war ein Heiltrank, glaube ich. Ah. Wir schauen mal eben, was haben wir denn hier? Tränke. So, ein paar Mana-Tränke eingeschmissen. Und somit können wir den dann ganz entspannt auch mal niederwichsen, den Typen. Hängemoos. Also das war jetzt aber eine relativ beschissene Ausbeute von den Typen. Okay, die Truhe war ganz gut, aber sonst... Ah, geht das schon? Ja, ja, passt schon. Pech. Ich denke zumindest, dass es Pilze waren. Wer mehr weiß, soll mich oder kann mich gerne eines Besseren belehren.
Das sieht nach einem Aufzug aus. Speichern aber nochmal, nicht, dass eine Todesfalle ist. Okay, es ist ein Ladepunkt von mir aus. Tür auf. Und jetzt sind wir irgendwo wieder draußen. Das trifft sich ganz gut, oder? Nein, glaub nicht. Ich dachte erst, wir wären an der richtigen Stelle rausgekommen. Nämlich da, aber nicht ganz. Na gut. Pilze. Es sind sogar Pilze, steht oben. Haha. Himmelsrand. Ein Hundli. Ach, ist der süß. Und dann sind wir da. Töte den Drachen. Okay, den Drachen muss ich auch noch töten. Ich habe viel zu tun, unglaublich. Was ist denn das denn schon wieder? Beschwörung hat sich verbessert, okay. Elfenschild. Holt. Ach, da lebt er dann wieder, okay. One-Hit-Baby, würde ich sagen. Klare Sache. Das ist noch eins. Ist ja putzig. Tun die so, als würden die sich wehren. Sind die süß. Muschis. Was ist er für einer? Ist er aggro? Nehmt das. Ich hole es mir später wieder. Ich zahle gut. Verliert es nicht. Keine Zeit zum Reden. Wenn ihr mich bestehlt oder betrügt, töte ich euch. Aha. Du bist ein scheiß Flüchtling, du bist eine Lusche. Ich schwör, ja. Naja, von mir aus. Was auch immer der Typ mir gegeben hat, ist mir auch relativ egal. Verkaufe ich einfach. Oh ja, ein Drache. Ist ja putzig. Dach über den Kopf wäre nicht schlecht. Oder so. Komm. Bleib doch mal hier! Scheißdrache. Die Wölfe zu töten, ne? Ich kann auch nichts dafür, du doof bist. Was war das denn? Aber was willst du denn? Jäger. Nein, Lügen, ich habe niemanden gesehen. Ich nehme an, dies gehört euch. Ja, woher habt ihr das? Ach, vergesst es. Hier ist zwar nicht viel, aber immerhin etwas.
Ja, ich bin halt ein herzensguter Mensch. Und umbringen. Hält sie nieder! Vernichtet den Drachen! Das ist eine gute Idee, mach den mal platt. Spiel mal Köder für mich, das ist eine verdammt gute Idee. Wo ist er denn? Drache, ja komm her, mach Sitz. Gibt's doch nicht, wo ist der Spacko? Da unten. Down, down, bitch. Was kann der denn? Eiswolf, ja, ist scheinbar ein bisschen mächtiger. Aber mir auch relativ Wurst. Mhm, Flüchtling. Dreckiger Flüchtling. Ja, wundert der Tod ist. So würde ich mich hier wirklich anziehen. Wo ist der Drache? Ich muss man da immer looten. Richtig? Da ist er. Schon wieder ein Flüchtling. Haben's verdient, quasi. So. Drachenknochen. Ach ja. Was haben wir denn hier? Na, geht so. Warum haben die immer so schweren Scheiß dabei? Ich raste aus. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie viel sind wir denn drüber? Ach du Scheiße. Trank der Stärke hilft bedingt, habe ich gehört. Ja, ja, ich sollte mal Waffen gucken. Waffen sind meistens schwer. Zum Bleistift dieses Drecksding hier. Das wir natürlich nicht fallen lassen können. Super. Hätten wir gerade nochmal einen kleinen Abschicht zum Händler gemacht. Ich kann mal wegschmeißen in die Pelzstiefel. Zutaten, Bücher. Schlüssel, sonstiges, da gibt es auch Müll ohne Ende. In der Regel zumindest. Zum Beispiel sowas. Ich befürchte, von irgendwas müssen wir uns trennen, weil das mehr Wolfspelz. So geht es jetzt nicht. Ja, ja, das sagt jetzt irgendwas müssen wir wegschmeißen. Das regt mich ein wenig auf. Oder man schleicht halt. Ne? Das auch eher unschön. Nee, das geht nicht. Nee, nee, wir müssen irgendwas zurücklassen.
Zum Beispiel das Ding, das ist, glaube ich, ziemlich nutzlos. Was haben wir denn? Schmeißen wir das Ding mal weg. Das sind Bärenpelze, die brauchen wir ja rein theoretisch noch. Das Spiel übertricksen, und zwar so, dass wir mit dem Stärketrank erstmal reisen können. Das wäre schon mal ziemlich gut. Also schnell reisen hier, folglich im Interface. Ich bin immer noch so schwer, okay. Sonstiges. Schmeißen wir noch unseren Dreckspelz weg hier von Wolf. Jetzt sind wir definitiv nicht mehr überladen. Jetzt gucken wir, ob wir das Spiel austricksen können und. Ja, es funktioniert offensichtlich, das ist gut. Können wir erstmal ganz krempellos werden hier. Die letzten Schritte schaffen wir hoffentlich noch zum Händler. Passt mit diesen Flammen auf! Auf gar keinen Fall, Muschi. Was macht ihr überhaupt im Winter? Mein Papa sagt, dass Elfen... Was habt ihr hier in Winterfeste zu schaffen? Was bist du denn für einer? Ich bin wegen der Akademie hier. Hätte ich mir denken können. Spacko. Aber was soll's? Das ist der einzige Grund, aus dem sich überhaupt noch Leute nach Winterfeste verirren. Seid ihr ideal? Ich suche Arbeit. Winterfeste hat viel von seiner Geschichte eingebüßt und damit auch viel von seiner Macht. Ich habe vor, das zu ändern. Ach so. Ich habe Gerüchte über die Ruhestätte des Helms von Winterfeste gehört. Eben jenes Helms, den Jarl Hanse in der ersten Ära trug. Hanse war ein Anwärter auf den Thron des Großkönigs von Himmelsrad. Mit dem Helm könnte ich bei den anderen Fürstentümern Gehör finden und mir etwas Autorität verschaffen. Ich besorgte den Helm Spacko. Gut. Ich werde eine schöne Goldsumme für euch bereithalten. Habt ihr ein Problem mit der Akademie? In der Tat. Und wenn ihr zu ihnen zählt, dann klebt auch an euren Händen Blut. Ist das so? Es natürlich. Ist nichts von Winterfeste übrig. Nichts. Alle wissen es. Die Akademie ist schuld daran, dass das Meer unsere Stadt verschluckt hat. Natürlich. Sie streiten es beharrlich ab. Aber wir alle kennen die Wahrheit. Aha. Ich möchte mehr über die Geschichte von Winterfeste erfahren. Bitte, danke. Was gibt es da schon zu erzählen? Die Stadt ist größtenteils verschwunden wegen dieser verdammten Magier in der Akademie. Eines Tages werden wir beweisen können, dass sie den großen Zusammenbruch verursacht haben. Fast eine ganze Stadt, die ins Meer stürzt. Das passiert nicht einfach so. Warum nicht? Der Drache ist tot. Ich bin wegen des Kopfgelds hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Kein Ding. Hier ist eure Belohnung. Also gut. Nur so meine Tage an der Akademie sind lange vorbei. Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Laufen die Geschäfte hier gut? Sehr komisch. Ihr habt sicher bemerkt, dass es in Winterfeste nicht gerade von Leuten wimmelt. Mhm. Ich verkaufe, was ich kann. Wenn ein Gegenstand es wert ist, ein Preisschild zu bekommen, dann bekommt er auch eins. Ich habe mir ein paar Mal die Finger verbrannt, ein paar schlechte Geschäfte gemacht. Aber meistens fällt etwas Profit ab. Ach so. Ihr habt was über schlechte Geschäfte gesagt. Von mir. Ich hätte der Geschichte keinen Glauben schenken und das Geschäft ablehnen sollen.
Aber das habe ich nicht. Und jetzt bleibe ich auf diesem wertlosen Krempel sitzen. Was war das denn für eine Geschichte? Diese Bestattungsurne und das Ingol-Hügelgrab. Er sagte, sie sei mehr wert als ihr Gewicht in Gold, wenn ich sie dorthin zurückbringen würde. Irgendwas darüber, sie in Ingols Kammer zurückzubringen, glaube ich. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Selbst wenn es der Wahrheit entspräche, ich setze keinen Fuß in ein altes Grab, in dem es von allen möglichen Gefahren wimmelt. Hört sich noch was für mich an. Ich könnte das mal mich machen. Mich ärgert es schon gar nicht mehr. Ihr wollt es euch ansehen? Gut. Ich verkaufe euch das Ding für 50 Goldmünzen. Dann ist es euer Problem. Ja, gibt ja. Hier, bitte. Wenn ihr seinetwegen umkommt, ist das nicht meine Schuld. Verstanden? Natürlich aber nicht. Aber wenn sich herausstellen sollte, dass es tatsächlich etwas wert ist, dann sagt ihr mir Bescheid, ja? Ja. Wieso hast du den Laden ausgerechnet hier aufgemacht? War das nicht. So viel kann ich euch sagen. Ich hatte keine große Wahl. Ranmir und ich sind hier aufgewachsen. Und er versäuft fast das ganze Geld, das ich verdiene. Da ich nicht genug Geld hatte, um wegzuziehen, habe ich beschlossen, es als Händlerin zu versuchen. Okay. Also gut. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Ich möchte Bullshit verkaufen. Getränke für die Durstigen, Speisen für die Hungrigen. Sicher, hier kannst du haben. Achso, ja, Enter. Ja, das war's dann erstmal. Da muss es dann irgendwo noch einen Händler geben, oder? Da bin ich ja schon fast so weit, dass wir sagen könnten, ja, wir können mal wieder rennen. Stärke, Stärke, ich brauche Stärke. Ist das hier eine Pforze? Sagt, hat Ranmir euch schon um ein Getränk angebettelt? Nein, was stimmt mit Ranmir nicht? Dieser Taverne so viel Geld, dass man sie abbrennen, wieder aufbauen und nochmal abbrennen könnte. Nur aus Jux und Tollerei. Er hatte in seinem Leben schon ein paar Problemchen, aber er kann hier nicht einfach trinken, ohne zumindest ein bisschen was von seinen Schulden zurückzuzahlen. Was wäre, wenn ich mit Ranmir rede? Nur zu. Vielleicht ist er ja nüchtern genug, euch zuzuhören. Warum ist es hier so leer? Taverne oder Winterfeste? Die Antwort beides. Ist wohl sowieso dieselbe. Ist richtig. Winterfeste macht harte Zeiten durch. Die meisten Bewohner sind schon vor Jahren weggezogen. Ein paar von uns sind entweder zu dickköpfig oder zu verrückt, um zu gehen. Also versuchen wir unser Bestes, ein Auskommen zu finden. Schönes Fleckchen habt ihr hier. Es ist nicht viel, aber wir kommen über die Runden. In Winterfeste wird nicht viel Geld ausgegeben. Aber man kann darauf zählen, dass die Bewohner ab und zu mal etwas trinken wollen. Das ist ja auch mal was wert, ne? Hier wird hier auf jeden Fall nicht mehr Sachen los. Alles, wenn es sich für mich lohnt. Vergesst das nicht, ja? Ja, vielleicht gerade eine ungünstige Uhrzeit zum Handeln. PM, also nachts. Da machen wir doch ein Nickerchen. Auslauf oder Einsamkeit. Aber wir tun alles, um euren Aufenthalt möglichst angenehm zu gestalten. Ja, aber natürlich. Wenn ihr etwas braucht, sagt es mir nur. Ich möchte ein Zimmer. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Ja, mach mal. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Ich brauche nichts. Also ein Händler.
So, dann möchte ich bis... ja, schlafen wir 12 Stunden. Müsste so grob 11 Uhr AM sein, was wesentlich besser ist, weil dann hätten wir morgen. Und dann könnte durchaus ein Händler aufhaben, hoffe ich. Sagt einfach Bescheid, wenn ihr etwas essen oder trinken wollt. Nein. Asso sagt, dass sein Paar sagt, dass die Akademie viele böse Dinge tut. Aber die Magier, die ich gesehen habe, sehen nett. Ah ja, das war die Hütte vom Jarl. Mhm. Hey, was soll denn das? Was ist denn für einer? Oh, ist, kann ich denn jetzt hier Handel treiben? Hier? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber ich muss echt in die Akademie rein dackeln. Ah, hier, Überreste. Ja, da sind wir richtig. Ich tue, was nötig ist, um ein Auskommen zu haben. Ja, ja, komm. Werft einen Blick darauf. Mach ich. Du hast nur Müll, ich verkaufe dir Scheiße. Ganz arm. Ist ja gleich schon wieder pleite. Sehr lächerlich. Waffenbekleidung. Ja, ich glaube, da müssen wir nochmal einen anderen Händler suchen. Ja, die alte ist jetzt schon wieder Schmuckstücke, durch. Krimskrams, solche Sachen. Aber ich kann wieder laufen, das ist schon mal gut. Laufen ist an für sich eine tolle Sache, ja. Könnte natürlich einfach mal nach Weißlauf reisen. Ach, mit den Typen sollen wir noch labern, genau. Legt euch nicht mit mir an, Spitzohr. Nur kein Spitzohr. Ah doch, ich bin 11, stimmt. Stimmt ja, okay. Das ist bestimmt der Typ hier, ne? Jawohl. Ich versuche einfach nur in Ruhe zu trinken. In Ordnung. Muss man jetzt sicher zahlen, Junge. Ja, für nochmal. Wen haltet ihr euch, dass ihr mir Vorschriften machen wollt? Sie für deinen Vater. Geld, wenn ich das will. Überreden. Ja. Überreden wir mal. Was würde meine Ahnen sagen, wenn sie wüssten, dass ich meine Schulden nicht bezahle? Sagt Hana, dass ich ihr das Gold bringen werde. Ich will nur nicht, dass Eirat solche Spiele spielt. Okay. Die Magier lassen uns nicht in die Akademie. Sagt einfach Bescheid, wenn... Danke. Er ist kein schlechter Mensch. Er kommt nur nicht mit Alkohol und Geld klar. Mein Dagur könnte euch Geschichten erzählen. Ne, lass mal. Ich habe ein paar von Ranmirs Sachen, die er uns verkauft hat, als er noch regelmäßig zahlte. Ihr habt sie euch verdient. Oh, jetzt lädt die mich wieder mit Scheiße voll. Will die mich verarschen? Völlig bekloppt, die Alte. Jagdbogen, ey. Soll ich den Müll hier behalten? Da, schmeiß ihn weg. Hasso sagt, dass sein Paar sagt, dass die... Hasso. Mein Hund ist schwul, die dumme Sau. Viele Leute wohnen nicht mehr in Winterfest. Ja, natürlich nicht. So. Jetzt erstmal hier in Big City, Bitch. Weißlauf. Und go. Das ist bestimmt jetzt wieder genau Nacht, wenn ich da ankomme. Ja, weiter habe ich gesagt.
Oh, es gibt eine Konsole. Okay. Sind euch hold, mein Freund. Ach, wir warten. Ach, das gibt's auch noch. Okay. Dann warten wir mal so ungefähr 13 Stunden. Und dann haben wir hoffentlich wieder Tag. So. Fangen wir direkt mal hier beim Schmied an. Der noch zu hat. Woran wir aber natürlich asozialerweise einfach mal unsere Fähigkeiten als Dieb wieder ein bisschen skillen könnten. Mist. So. Ach, das ist jetzt wieder einer. Schlafen. Aber dem ist scheinbar nicht so. Aber knacken wir einfach mal ein paar Schlösser. Und gucken mal, was sonst noch so los ist. Was ist das denn hier für ein Ding? An meiner Seite zu haben. Ich kann natürlich. Vertrauenswürdige Leute brauchen. Was ist denn für einer? Es liegt Frost in der Luft. Die Kälte wird meiner Ernte nicht gut tun. Tut sie nie. Ah, guck mal, der Typ. Hallo, mein Freund. Verkaufen. Was jagt ihr denn? Egal. Deine Mutter jage ich. Ist doch gut so, dass du das nicht wissen möchtest. Mhm. Das Ding kannst du haben, das Ding kannst du haben. Das Ding kannst du auch haben. Und das Ding kannst du auch haben. Das ist ja schon mal... Was? Ein... Ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Ah, nee, der hat es nicht ganz so drauf. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ja, sicher. Das ist jetzt ja auch noch so eine Schlampe und der Typ hier auch noch. Kampfgeborener. Kopf des großen Kampfgeborenen Clans. Länger und ihr habt den Namen Stille sicher schon gehört. Leckt mich doch alle. Gegen eine geringe Gebühr erschaffe ich wunderbare Kunstwerke für euch. Knacken wir das Ding mal. Zup. Mein Gold. Man sagt, dass die Akademie in Saartal herumschnüffelt. Magier, die sich in Grabstätten... Das ist richtig. Daher kann sicher nichts Gutes kommen. Wisst ihr, was mit... Gemischte Waren? Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Alles steht so... Werft einen Blick darauf. Ja, ich weiß, du würdest auch deine Mutter verkaufen, wenn die eine haben würde, wollen würde. Tut, Dings. Die haben ja sogar Wert. Ja, Bekleidung. Und damit ist der Typ auch schon wieder pleite. Ich würde euch sogar einmal.
Ah, jetzt gehen wir mal in den Alchemieladen und alchemisieren mal ein bisschen vor uns hin. Würde ich mal schwer behaupten. Halt die Fresse. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Bei mir findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust. Für gewöhnliche, nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe braucht. Salz der Leere. Findet ihr Stärkungsmittel, Salben, Umschläge und Tränke. Seht euch nach Herzenslust um. Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Ah ja. Gesundheit verstärken. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche und nicht so gewöhnliche Dum-di-dum. Wenn ihr meine Hilfe braucht. Verkaufe Heilmittel gegen alle Krankheiten und stehe euch stets zu Diensten. Beenden wir das Ganze mal. Verkaufen der Schlampe nutzlose Tränke. Ich führe ein recht gutes Sortiment von Tränken und Alchemiezutaten. Ist sie alles schon wieder pleite oder was? Ist ja lächerlich. Lächerlich bist du. Braucht, könnt ihr jederzeit wieder. Unglaublich, echt mal. Da krieg ich Krise. So weit geht ja mal gar nicht. Dumme Schlampe. Wie sehen wir denn gerade gewichtstechnisch aus? Schlecht. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Laber nicht. Ich grüße euch. Ich dich nicht. Neulich habe ich etwas in der Nähe der Schimmernebelhöhle im Nordosten gesehen. Schimmernebelhöhle. Da, den können wir noch im Scheiß verkaufen. In letzter Zeit hat es den Anschein, als würde dieser verfluchte... Ihr wollt also die arkanen Künste meistern?
Diamanten habe ich schon. Schriftrollen. Der Typ ist schon wieder pleite. Ich raste aus, ey. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfest besuchen. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Fürchtet euch nicht. Ob Drache oder Riese, wir werden mit allem fertig. Mhm. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Vergesst das nicht. Lasst mich in Ruhe. Macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht mal. Mann, ist das eine Zicke. Ich glaube, man könnte auch nochmal ganz asozial nächtlichen Diebeszug veranstalten. Hätte ich irgendwie gerade Bock drauf. Warten wir mal 12 Stündchen. Um Taschendiebstahl zu skillen. Hier nicht rum. So. Das ist verschlossen, aber das ist kein Problem. Denn, wir machen das jetzt einfach mal so. Und öffnen. Öffnen das Schloss. So, zack, bumm, rein. Da mal gucken, ob die Biatch da ist. Scheinbar nicht. Ihr habt hier nichts zu suchen. Das war der Typ. Okay. Ich sage es euch zum letzten Mal. Haut ab! Ja, dann war es halt der Typ. Ist mir egal. Was ist das denn für ein Viech? Das ist ein Wunder. Guck mal, was hier abgeht. So, dann versuchen wir uns mal wieder ein bisschen an Taschendiebstählen. Eine relativ hohe Chance überall, was ist denn am wertvollsten? Der Ring. Speichern. Der Stoßstern. Zahn speichern. Der Dietrich, das Gold und Tschüss. Wir können nochmal die Truhe hier gucken. So. Erfolgreich beklaut die Alte. Bloß der Hund sieht mich jetzt. Gib mir ein paar Schattier.
Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegungen. Kluger Ansatz. So, ab in den nächsten Laden hier. Abgebrochen. Versuchen wir es nochmal. Das gibt's doch nicht. So eine Adept. Okay. Einfach geradeaus. Jetzt sind wir aber im Laden von der Biatch. Und dann machen wir nochmal Taschendiebstahl hier. Dietrich hat die, das ist schon mal nicht schlecht. Ansonsten ist die eher nicht sonderlich gut ausgestattet. Also es gibt irgendwie nichts, was man klauen könnte. Die hat einfach nicht viel. Schade aber auch. Nächster Laden. Gehen wir mal oben ins Viertel rein. Da könnte durchaus ein bisschen mehr zu holen sein, denke ich. Sieht ein bisschen reicher aus hier alles. Guck. Nein. Ich werde entdeckt. Okay. Gucken wir mal, was hier abgeht. Mist. Ihr habt hier nichts zu suchen. Letzte Warnung. Verschwinden. Das wäre auf jeden Fall nicht so schlecht, wenn man den ausrauben könnte. Allerdings ist der sehr wachsam. Was geht hier? Ah, hier ist immer offen. Das ist auch schlafende Menschen, die man beklauen kann. Ihr habt noch mehr zu sagen? Hm? Wer bist du denn? Woran denkt ihr? Taschendiebstahl. Der dummerweise nur Müll bei. Auch nur Müll. Müll. Torschlüssel Weißlauf klauen wir einfach mal. Hier nicht irgendjemand, den man tatsächlich beklauen könnte, der was bei hat oder so? Ein bisschen Gold. Auch Ermittel. Aber ich vernehme immer noch den Ruf des Blutes. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen.
Meinen Bruder und mich habt ihr nun. Aber ich weiß nicht, ob die anderen so einfach mitziehen werden. Lass das meine Sorge sein. Das wird natürlich sehr episch. Versuchen wir das mal. Wieder nichts bei. Ich verarsche mal was. Tatsächlich. Das ist ja merkwürdig. Na, hier gibt es auf jeden Fall nicht wirklich was zu holen, würde ich sagen. Verpissen wir uns mal wieder hier. Aber ich bin doch nur eine Dienerin, Schätzchen. Ihr wollt sicher mit einem der Gefährten reden. Das könnte interessant sein. Ja, da hat er durchaus jetzt mal was gebracht. Ja, haben wir doch noch ein bisschen was abgegriffen. Oh, könnten mehr sein, aber ist in Ordnung. Biss dich. Mach. So. Gibt's auch jemanden, den man mit Taschen diebstahlen kann? B-Taschen diebstahlen, tolles Wort. Keiner da. Okay, dann wieder raus hier, wenn es hier nichts zu holen gibt. Man muss hier nicht seine Zeit verschwenden. Nächstes Haus. Ist ungünstig. Sieht die mich gerade echt nicht? Cool. Voll buggy. Egal, gefällt mir. Was denkt ihr, was ihr... Was war das? Das war nichts. Ich möchte laden. Und wir versuchen es einfach nochmal. Schlampe. So. Hat doch sehr gut geklappt. Ich bin davon überzeugt.
Na, können wir nochmal eben einbrechen. Los geht's. Oh nein, das kommt nicht in Frage. Nochmal neu laden, nochmal neu beklauen. Interessante Bücher? Nein. Schläft hier noch jemand? Kinder beklauen? Nein, Kinder kann man nicht beklauen. Schade, aber auch. Truhe. Kessel. Super. Gehen wir mal nach oben. Das nächste potenzielle Opfer. Gold. Silver Ring. Giedrich. Ja, ich denke, den haben wir erstmal ganz gut ausgeräumt, den Typen. Das Schleichen müsstet ihr nochmal üben. Auf die Weise pirscht ihr euch an niemanden heran. Doch an dich, ich hab dich nicht gerade beklaut, Spacko. Den beklauen wir nochmal. Stellt sich nur die Frage, wie wir die jetzt hier beklauen können. Ungefähr so würde ich sagen. Der Typ ist echt blind. Erst einmal können wir die andere auch noch hier beklauen, oder was? Ich dachte, der eine ist ein Typ. Ich verstehe. Rot. Klauen wir den nochmal die ganzen Ringe hier. Und verpissen uns dann mal. Kopf des großen Kampfes. Bla bla bla. Ihr habt den Namen, ich hab euch voll geruht, ihr Spastis. Was mich allerdings dazu verleitet, dass wir erstmal einen kleinen Cut machen. Also Cut.